war richtig geil. Ich habe eine richtig fette Gemüseplatte geplant. Okay. Ja. Das sieht so eklig aus, oder? So, du hast mir hier was gebastelt. Alter. Ja, ne? Das sieht sogar, das riecht sogar ziemlich gut, okay? Ich hab mir die Hände verbrannt. Au, das tut weh. Guten Morgen. Wie lange hatten wir das schon wieder, oder? Hi, na? Was geht ab, ey? Wir vloggen wieder. Woo! Wir haben was. By the way, wie geht's meiner Zimmerpflanze? 1A, oder? Wir haben einiges vor. Wir fahren nämlich jetzt zusammen nach Hamburg, weil. Julia! Julia geht nach Hause, also fährt nach Hause. Also endlich. You're finally leaving, right? Finally! Ja, Julia fährt endlich nach Hause, damit ich sie endlich los bin. Und ich habe gedacht, nee, Alter, nach Schweden. Yo, what the f- Wir fahren auf jeden Fall jetzt nach Hamburg und bringen quasi Julia bis nach Hamburg. Ich habe mir gedacht, damit sie ganz schnell nicht alleine fahren muss, wir sind mit zwei Autos hier. Ich fahre Julias Porsche Kammer. Wie heißt das? Panamera. Das Cayman. Klossimobil, gell? Ja, genau. Algemobil. Fahre ich halt bis nach Hamburg und Tobi fährt mit meinem Auto hinterher. Und dann fahren wir eigentlich wieder zurück. Aber ich dachte mir, nee, weißt du was? Wenn ich ja schon mal in Hamburg bin, da gibt es ja ein paar Leute, die ich da kenne. Und da ist ein Typ, der hat einen unglaublich fetten Kopf, einen richtig stabilen Körper und unglaublich viel Hunger. Jedenfalls werden wir jetzt Trimax besuchen, meine Freunde. Und ich werde jetzt 546 Kilometer fahren, nur um Trimax einen veganen Burger zuzubereiten, im Livestream zu servieren und zu gucken, ob er kotzt. Wir haben verschiedene Sachen gekauft. Wir haben veganes Patty mit Chicken. Mit Chicken, oder? Mit Chicken, also so Chicken-mäßiges. Und dann haben wir eins, was so wie Rindfleisch ist und eins aus Brokkoli. Und ich hoffe, dass das letzte Mal auf jeden Fall zum Kotzen bringt. Das wäre auf jeden Fall ganz gut fürs Thumbnail. Wenn nicht, müssen wir halt ein anderes Video dafür nehmen. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt um zur Fahrt, wo Julia versucht, wieder Sachen auf Schwedisch zu sagen, die ich nicht verstehe. Let's go. Alter, Leute, guck mal. Ich war im Porsche, Tobi im AMG. Er hat's echt geschafft, ey. Er hat's echt geschafft, Mann. Er hat's wirklich... Hat gewonnen. So Julia, I want to learn a little bit more Swedish on the way, okay? Well, tell me some different phrases, you know? Oh, there's my upcoming car, you see it? It's so nice, right? Anyways, tell me some nice phrases in Swedish, like, how are you doing today? Hey. Hey. Hur mår du idag? Hur mår du idag? Ja, hur mår du idag? Hur mår du idag? You can put the toning as ever you want. Hur mår du idag? Hur mår du idag? Hur mår du idag? Or you can say it like a bit cooler and you say läget. Läget. So like, what's up? Ah, I know. See? Leute, mein Schwedisch ist einfach top notch. Okay, wir sind in der Raststätte. Jetzt heißt es goodbye Julia. Molle, halt die F***. Ah, er ist so ein Süß. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. I guess I'm going to miss him more than you. Nein. Okay, also Julia fährt jetzt weiter nach Schweden. How long you have to drive? Like 4 more hours, right? Ja. Yeah. It's crazy though. Von Hamburg nach Schweden sind es nur 4 Stunden da, wo sie wohnt, weil sie muss nur die Fähre nehmen und dann durch Dänemark und dann ist sie schon da. Ja. Wie war Auto, ey? AMG fahren? Mega dicker Ringe gewesen gerade. Ich fahr jetzt. Wir haben auf jeden Fall wieder eine Menge Schwedisch gelernt, meine Freunde. Jetzt geht das richtig los. Wir fahren zu Max, kochen. Ich sag kurz goodbye und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao, guys. Molle? Okay, Leute, ich kann natürlich gleich jetzt nicht filmen, wenn wir in Hamburg drin sind. Deshalb filme ich jetzt hier nochmal ganz kurz. Ich habe die Opportunity einfach mitgenommen. Ich habe mich quasi vorher mit Alex, mit dem Manager von Trimax, da habe ich mich vorher kurz geschlossen per WhatsApp. Max weiß tatsächlich, dass ein Überraschungsbesuch kommt, aber er wird niemals im Leben mich erwarten. Er wird bestimmt denken, Kai Pflaume kommt, Sigmund und Freud. Nee, ja, Sigmund. Oder irgendein großer Promi kommt, stattdessen kommt einfach nur ich. Mein Ziel ist einfach, Max an die vegane Ernährungslebensweise ja ins neue Jahr schön heranzubringen. Alex weiß über alles Bescheid. Ich hatte eigentlich vor, tatsächlich Trimax einen 12 Kilo Gemüsekorb zu bestellen und den vorbeizubringen. Das wäre eigentlich Verschwendung gewesen, hat Alex mir auch gesagt, weil Max, der wird es halt wegschmeißen. Deshalb haben wir es gelassen und deshalb bringen wir jetzt einfach vegane Fleischersatzprodukte bei ihm rum. Werden die bei ihm in der Küche zubereiten. Wir filmen aber erst wieder, wenn wir in der Wohnung sind quasi. Ich hoffe, dass Max die Tür nicht aufmacht, weil meine Lieblingsvorstellung wäre, dass wir es irgendwie reinsneaken, die Sachen vorbereiten und während Max Stream einfach mit 3 Burgern vorbereitet vor ihm steht, das wäre am geilsten. Der freut sich bestimmt überhaupt nicht, ey. Moin! Was geht? Hi! Alles klar! Ja, bei dir? Ja! Was Neues? Ja, gleichfalls! Hast du da keine Daumen oder sowas kommen, ne? Nee. Richtig krasse Überraschung! Ich wusste, ich hab den ganzen Tag gegrübelt, wer es sein könnte. Ja, ich bin's! Geil! Darf ich reinkommen? Ja, ja, geil! Also, du kannst ja dann, ne, und ich. Okay. Ja. Ja, wenn du eh, würde ich eher ab 17 Uhr streamen. Ab 17 Uhr, wo haben wir denn? 16.20 Uhr.
Dann würde ich noch einen Kaffee nehmen. Voll geil, ne? Du vertraust mir richtig, oder? Ja. Du weißt nicht, was los ist. Also wir haben gerade Max vorhin gesagt, dass wir was zu essen machen, weil er gerade schon Essen bestellen wollte. Das wird auf jeden Fall nicht zu wenig sein, ne? Ich habe jetzt seit über 24 Stunden nichts gegessen. Das muss richtig viel sein. Das ist doch nicht normal, dass man 24 Stunden nichts isst. Ja, irgendwas nicht. Ich habe heute nicht geklappt irgendwie. Mhm, ja. Und deswegen, das muss erstens geil schmecken. Ja, das... Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Ich sehe nur die Kartoffeln da. Und es muss viel sein. Boah, ich denke mal, wir kriegen die schon satt. Kartoffeln magst du, oder? Ja. Ja? Ey, das war richtig geil. Ich habe eine richtig fette Gemüseplatte geplant. Okay. Ja. Okay. Geil. Dann viel Erfolg. Ne? Ja, dann viel Spaß beim Streamen. Ich streame. So, let's go. Geil, dass das einfach so geklappt hat, wirklich. Ey, das ist so geil. Der isst das ja wirklich alles, was ich koche, oder? Also, ich habe mitgebracht einen Salat, Petersilie, Öl, weil ich nicht wusste. Max hat sogar ein Damaszenermesser. Der ist wirklich sehr erfolgreich. Dann habe ich mitgebracht, also, einen Brokkoli-Burger. Da bin ich mir sicher, mag der Brokkoli? Ich glaube, er wird es versuchen. Mhm. Ich hoffe, dass er bei... Geschmacklich sagt er wahrscheinlich dann... Ich hoffe, dass er bei dem kotzt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Dann kriegt Max 3 Burger. Ich denke mal, das ist okay für ihn, oder? Dann haben wir noch Gurken. Die wird er runterpacken auf jeden Fall. Passt auf, und jetzt ist nämlich das Geile. Ich mache nämlich eine eigene Soße, eine eigene Burgersoße. Ich habe jetzt aber auch mich jetzt drauf eingeschmoren. Und ich habe hier so noch ein paar Gewürze. Es geht eigentlich super schnell. Pass auf, ich würde sagen, wir fangen mit den Kartoffeln an. Das wirkt jetzt vielleicht so, als wäre ich ein guter Koch oder so, ne? Bin ich aber nicht. Also bin ich, muss ich ehrlich sagen, bin ich wirklich nicht, ne? Pass auf, ich schneide jetzt einfach mal die Kartoffeln. Wie mache ich das am besten? Boah, ist das ein geiles Messer. Ja, das ist echt geil. Aber das sind so Kartoffelecken. Kartoffelecken. So nehmen wir es. So, die müssen halt ungefähr die gleiche Dicke alle haben. Das würde ja für Max theoretisch reichen, oder? Ja. Das fällt alles daneben. Ich bin so unglaublich schlecht. Wie macht man das denn auch intelligent? Da gibt es doch gar kein richtiges Verfahren für, oder? Das muss doch in der normalen Küche dann auch passieren, dass da einfach alles daneben fällt, oder? Nein. Okay. So, und jetzt kommt der Trick. Ich mache einfach irgendwelche Gewürze da rein. So, kommen wir jetzt einfach hier rein und dann lassen wir das einfach mal backen. Jetzt mache ich etwas. Ich mache immer gerne eigene Burgersoße. Die besteht eigentlich nur aus Ketchup, Mayo und Senf, karamellisierten Zwiebeln und kleingehackten Gurken. Zwiebeln rein und jetzt müssen die wirklich richtig goldbraun backen in der Butter. Also das dauert aber wirklich ein bisschen. Guck mal, die Burgersoße ist so denkbar einfach, aber so geil. So, Ketchup. Jetzt verrühren wir das. Das sieht so eklig aus, oder? Ich habe die von irgendeinem YouTuber geklaut, die Soße, und ich weiß nicht mehr, wen ich hier crediten kann. Jetzt zu den Zwiebeln. Zucker, damit die Zwiebeln karamellisieren. Magst du sowas? Ja, ne? Oh, guck mal, wie geil das ist. Sieht schon cool aus, ne? Jetzt nehmen wir einfach hier die Zwiebeln. Die hätten auch wirklich noch ein bisschen mehr gekonnt, aber ich finde sie so eigentlich ganz geil, wenn sie schon glasig sind. Die Kartoffeln sehen absolut geil aus. Das ist der erste? Das ist der erste. Es sieht schon cool aus, oder? Also ich mache erstmal so ein bisschen dazu, ja? Soll ich noch, um zu triggern, lege ich so Salat dazu, warte. Wie im Restaurant. Sieht sau scheiße aus. Okay, Leute, wir gehen rein, okay? Wir gehen rein. Ja? Aha. Hallo? Na? Was ist das? Max? Hallo? Chroma-Key schließen und jetzt sind wir drauf. So, und du hast mir hier was gebastelt? Alter, Max, okay, pass auf. Ich habe mir überlegt, weil ich habe ja gesehen, so alle starten so New Year's Resolution mäßig und so, weißt du? Ja. Ich dachte so, veganer Burger, das ist der Und ich habe einfach veganen Burger gemacht. Wir haben veganes Chicken, Crispy Chicken, mit einer selbstgemachten Burgersoße Ketchup drauf. Keine Gurken, habe ich extra gerade gelernt. Richtig. Selbstgemachte Potato Wedges und eine selbstgemachte Trüffelmayo. Alter. Ja, ne? Das riecht sogar ziemlich gut. Was ist das? Das habe ich so da drauf gemacht, nur nicht zu nerven einfach. Das habe ich einfach da drauf gemacht, um nicht zu nerven. Ich würde gerne, dass du, also wir haben noch, pass auf, danach kommen nochmal 2 Burger. Geil. Weil ich habe verschiedene gemacht. Also wir machen verschiedene. Es gibt 3 Gänge. Ja, dann werde ich jetzt mal reinbeißen. Okay, ich bin gespannt. Weil das ist das Hauptding, weißt du? Aber es ist halt vegan, ne? Das ist halt krass. Das ist ultra geil. Ist wie ein normaler Chickenburger, oder? Ist das echt ein Fake Chicken? Es ist wirklich Fake Chicken. Es ist kein Joke. Ich verarsche dich gerade nicht. Das ist komplettes Fake Chicken. Es ist crazy, oder? Ja, das ist unglaublich geil. Ja, also ich weiß nicht, ganz ehrlich zu dir, ich habe da halt sau viel Apfelmittel drauf gemacht einfach, ne? Ja. Ja. Nein. War schon geil, oder? Sei mal ehrlich, ist es gut? Ich hätte damit nicht gerechnet. Das ist wirklich sehr lecker. Ja? Geil. Hat sie wirklich geschmeckt? Oh, wie geil. Runde 2. Diesmal so ein Chicken Patty vegetarisch. Alter, so schnell kochst du jetzt hier schon? Digga. Na, ich glaube, der erste ist besser, oder? Das ist auch sehr geil. Ist auch sehr geil? Mhm. Krass, Digga. Krass. Sau chillig. Einfach Monopoly. Revi kocht die ganze Zeit für mich. Ist auch geil. Also der schmeckt dir auch. Ja. Okay. Auch ist wirklich sehr gut. Okay, Max, dann werde ich mich gleich an den letzten dran machen. Mhm. Das wird aber jetzt, glaube ich, ein bisschen... Also es kann halt wirklich... Ich kann es dir nicht sagen. Es ist ein Gemüsepatty, ne? Und ich weiß, das ist auf jeden Fall Gemüse, was du magst. Da habe ich extra nachgefragt. Ja. Ich hoffe, das ist geil. Ich glaube, der ist geil. Kross gebraten mit geilen Soßen. Pass auf, ich lasse dich einfach hier. Ja. Mach ruhig weiter. Mhm. Und ich mache mich einfach mal den nächsten dran, okay? Geil, Mann, danke. Hey, gerne, Max, wirklich. So, ich glaube, Leute, das hier, das ist ein sogenannter Endgegner, weil das sind halt so Brokkoli-Patties. Das ist halt Gemüse, ne? Okay, letztes Mal rein da. Was hast du jetzt hier Schönes vorbereitet? Ich habe gar nichts vorbereitet. Das ist einfach nur ein Patty aus einem Gemüse. Das heißt, das ist was anderes, okay? Und du musst mir jetzt wirklich sagen, was für ein Gemüse das ist erstmal. Ja. Und dann halt gucken, ob das auch tatsächlich schmeckt oder nicht.
Schiss, dass du gleich kotzt. Mhm. Nee? Was sind das für Gemüse? Ja, musst du mir sagen. Auf jeden Fall Erbsen. Falsch. Absolut falsch. Also, es schmeckt, ja, es ist gebraten und so. Mit Soße ist natürlich immer nice. Mhm. Da ist irgendwie Kohlrabi mit dabei. Nee, auch falsch. Ist halt saufettig und mit Soße und alles. Das schmeckt ja alles gefühlt geil, ne? Es wäre ja schon, also ist ja schon eine reasonable Alternative, ne? Mhm. Ja, geil. Du, Maxi, lass dich hier in Ruhe essen. Ich esse nämlich jetzt auch erstmal kurz und ich komme gleich einfach nochmal wieder, ja? Mach das. Okay, eigentlich jemand gewonnen, aber die hat nie jemand abgeholt. Die habe ich doch gewonnen. Nein, die hast du nicht gewonnen. Wie geil. Du hast auch Twitch-Schuhe, wie cool. Hast du keine Twitch-Schuhe? Nee, ich habe nur von denen so andere Sachen bekommen. Ja, Max, ey, ich muss mich nach Hause machen. Ich habe nur Sommerreifen und es gab Blitzeis. Das ist so entspannt. Aber das ist wirklich Allrad kontert. Ja. Ja. Hat sie geschmeckt? Es war sehr lecker. Super. Würdest du jetzt dich von heute an vegan ernähren? Nee. Perfekt. Das macht's gut, Holger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.